Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Video für dich und zwar ein Amazon-Haul. Also, wenn du Bock drauf hast, dann ja, hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und es gibt noch eine Verlosung und es gibt hier noch was Neues und zwar, ich hoffe, dass der Ton heute ein bisschen anders ist. Falls dem so ist, liegt es an diesem wunderschönen Teil. Und zwar hat mein Papa mir zum Geburtstag dieses Mikrofon geschenkt. Und ja, ich habe das jetzt oben auf die Kamera drauf gemacht, inklusive diesem Puschelding. Das ist ja ein Mikrofon und das macht man einfach auf die Kamera. Das ist relativ klein. Und ich bin ganz gespannt, ob meine Stimme sich jetzt anders anhört oder nicht. Ich muss die ganze Zeit auf diesen Oschi von Puschelding gucken. Eigentlich braucht man den, glaube ich, indoor gar nicht. Aber ich habe ihn jetzt dran gelassen, ne? So, jetzt legen wir doch einfach mal los. Und zwar habe ich als allererstes etwas zugeschickt bekommen von der Firma Empress Mimi. Ja, ich starte direkt mit dem heißesten Teil und zwar ist das Unterwäsche, Leute. Also ich werde es jetzt nicht anziehen, ne? Das ist jetzt zwar ein Try-on-Fashion-Haul, aber beziehungsweise eine Werbung versus Realität, aber das hier werde ich jetzt nicht anziehen, weil das ist dann doch etwas zu heiß, ne? Du hast jetzt zwei Sterne, die du an deine Okolyten machen kannst. Dann hast du hier ein, ich glaube, viel zu großes, aber ziemlich schickes Teil. Also das gefällt mir ganz gut. Du hast da vorne so einen Seestern dran. Ist ganz niedlich, ne? Aber ich glaube, der ist mir einfach 5 Nummern zu groß. Weiß ich nicht. Also, mal gucken. Und ich wusste erst nicht, wie man das anziehen soll. Kann ich ja eben über mein Oberteil drüber ziehen. Why not? Okay, ich musste jetzt tatsächlich ein bisschen tüfteln, weil man muss echt denken, wenn man dieses Oberteil sich anzieht. Genau, so sieht das tatsächlich aus. Ich habe es jetzt auch ein bisschen schräg an, weil ne, ich habe jetzt einfach Kleidung drunter. Ich habe es jetzt ja einfach drüber gezogen. Ich finde, das ist unfassbar schön, weil ich mag unheimlich gerne dieses Türkise. Ich mag diese Naht, also die findest du hier tatsächlich auch auf dem Unterteil dazu. Das ist so ein ganz, ganz schöner, seidiger Stoff. Ich glaube, das ist sogar Seide. Denn die Produkte sind auch wirklich hochwertig, ne? Also das Oberteil kostet, glaube ich, 50 Pfund und dieser Tanga kostet, der ist tatsächlich in den Seiten auch noch hinten verstellbar. Also der wird sehr vielen Leuten passen. Der kostet, glaube ich, 35 Pfund. Und also ein richtig cooler Online-Shop aus London. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich finde es wirklich schön. Also die Spitze gefällt mir richtig toll. Und ich hatte mich erst ein bisschen erschrocken, weil ich nicht wusste, wie ich das anziehen soll. Aber so ist es einfach stilvoll. Es ist schön. Es ist nicht so plump, sage ich mal. Ne? Es ist einfach mal was anderes. Auch dieses Schräge gefällt mir einfach richtig gut. Ja. Und man kann es halt hier vorne öffnen und schließen. Das finde ich ganz hübsch. Und von hinten sieht es dann so aus. Also das ist echt raffiniert. Ich glaube oder ich befürchte vielmehr, das ist etwas zu klein für mich. Ich finde es übrigens ultra lässig, dass ich hier in Lingerie vor dir stehe und einfach mal eine Jogginghose anhabe. Ja. So ist mein Leben, Leute. So ist mein Leben. Ja, ich finde das mega toll und ich freue mich, dass mir das zugeschickt wurde. Und ja, Dankeschön an Express Mimi. Also richtig toll. Ich verlinke dir auch unten in der Infobox mal die Homepage. Schau mal vorbei. Die haben echt schöne Sachen. Sehr, sehr hochwertig und ja, stilvoll halt, ne? Ich würde es am liebsten einfach anlassen. Aber das sieht ein bisschen blöd aus, wenn ich hier sitze und das über dem T-Shirt anhabe, ne? Naja, aber mir gefällt es richtig gut und ne? Schönes Teil. Ist jetzt nicht irgendwie etwas, was dir quasi die Hupis hält. Also ne, jetzt nicht irgendwie quasi BH-Ersatz oder so. Es ist halt wirklich für besondere Momente. Und das Set, was ich hier habe, ist tatsächlich das Set Côte d'Azur. Oder Côte d'Azur, ne? Das ist dieses Set. Oder so sieht man das wahrscheinlich auch ein bisschen größer. Die Sets haben nämlich auch verschiedene Namen. Ach, und diese Geschenkverpackung, die finde ich auch einfach total hübsch. Ne? Also wenn man als Mann sowas für seine Frau holt, ist es auch eine schöne Überraschung mal. Von daher, ich finde es toll und ja, danke. Genug der Werbung, machen wir weiter. Ich lasse jetzt meine Haare einfach mal so. Ich ziehe mich eh gleich ständig an und aus, deswegen ich lasse die mal jetzt einfach ganz entspannt. Ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr. Ich weiß, viele von euch wünschen sich das immer, dass ich die Haare offen trage, aber gerade in solchen Videos ist es einfach unfassbar schwer. So, ich habe hier als nächstes mir etwas bestellt. Halt, jetzt kommen die ganzen Amazon-Bestellungssachen. Das ist so eine Blumenkette für die Haare. Oh.
jetzt im Sommer wirklich entweder für Fotos oder wenn man das einfach mal so tragen möchte, glaube ich, eine ganz coole Geschichte. Also, ne? Ich hatte nämlich nach einem Link für meinen Blumenhaarreif geschaut und habe dann gesehen, dass in diesem Link tatsächlich auch so eine Blumenkette mit drin war. Und das packe ich jetzt gerade zum ersten Mal aus und enttüttel das erstmal. Ja, das muss man sich jetzt wahrscheinlich noch so ein bisschen zurechtfuddeln. Aber in der Theorie könnte man das dann halt so tragen, dass man sich das so ein bisschen flowermäßig so stylt und hübsch macht. Ich weiß nicht, vielleicht fange ich ja auch irgendwann mal an und mache irgendwie so Instagram-Fotos mit Claudi macht sich schick oder so. Ich weiß es noch nicht. Kann sein, dass ich das irgendwann mal mache. Aber ich weiß nicht, aktuell weiß ich zum einen nicht, wo ich dann die Fotos machen soll. Und zum anderen, ich bin nicht so der Mensch, der sich... Ich find's schon allein schwierig, Thumbnails zu machen, weil ich dann ja irgendwie gestellt in die Kamera gucken muss. Das finde ich schon so schwierig. Und wenn ich dann halt noch wirklich so ein richtiges Poser-Foto machen soll, ist nicht so ganz meine Welt, muss ich gestehen. Aber vielleicht komme ich da ja mal irgendwann hin. Naja, hier hinten hast du auf jeden Fall so ein Schweif an Blütenwerk und Kram. Das könnte man sich dann in den Zopf reinflechten oder um den Bummel drum zu wickeln. Keine Ahnung. Irgendwie so. Ja, das könnte man machen. Also ich finde solche Blumenhaarbänder eigentlich voll schön. Ich weiß nicht, als junges Mädchen hätte ich immer sowas haben wollen, aber ich hatte es nie. Und jetzt, ich fühle mich so nice damit. Ich mag das, ne? Also im Alltag damit rumlaufen, schwierig, ne? Also das machst du jetzt nicht so, dass du damit dann irgendwie shoppen gehst oder so. Aber ich weiß nicht, für ein Foto oder so? So für die Zukunft mal so ein kleines Fotoalbum mit Fotos, wo die Oma noch 30 war, noch jung und knackig. Ich weiß es nicht. Irgendwann möchte ich sowas mal rausholen und meinen Enkeln zeigen. Hey, guck mal, so knackig sah deine Omi mal aus. Auch irgendwie merkwürdig, ne? Aber das ist so, hätte ich auch mal vielleicht gerne. Naja, auf jeden Fall ist das ein Blumenkranz. Wie viel kann man über einen Blumenkranz erzählen? Ich weiß es auch nicht. Und jetzt muss ich den erstmal aus meinem Dutt rauskriegen hier. So, und ich finde den auf jeden Fall voll schön. Ich verlinke euch auch übrigens alles unten in der Infobox. Vielleicht möchtest du mal reinschauen, wenn... Keine Ahnung. So, jetzt habe ich von You Spicy ein Make-up-Brush-Set. Also da sind Pinsel drin und das habe ich gesehen und wollte ich mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch über ShopDoc mir geholt habe oder ob ich da ganz normal auf Amazon gesucht und gefunden habe. Manchmal weiß ich das nicht so ganz. So sieht es aus. Das ist in so einer Schlangenleder-Optik oder Krokodil-Optik schwarzen Tasche. Das sieht hochprofessionell aus, weil du hier echt 32 Pinsel drin hast. Ich muss ganz weit nach hinten gehen, um die überhaupt ins Bild zu kriegen. Klappe ich das mal hoch. So sieht das aus. Und da hast du echt, ne, wirklich alles Mögliche an Pinseln drin. Was du dafür tun musst, um dieses Pinselset zu gewinnen, steht unten in der Infobox. Genau, und dieses Pinselset kannst du in diesem Video dann gewinnen. Als nächstes habe ich mir diese Hornhautentfernersocken geholt von Laka Max GmbH in Essen in Deutschland. Ja, Peels Away Calluses and Dead Skin Cells. Also ich weiß nicht, was Calluses sind und ich weiß nicht, warum das auf Englisch draufsteht, wenn es doch eine deutsche Firma ist. Hm. Verwirrend? Ja, da sind auf jeden Fall Hornhautentfernersocken drin. Ist das ein Paar oder sind das... Oh nee, das sind zweimal... Hornhautentfernersocken. Weißt du was? Eins davon packe ich dir mit in die Verlosung und eins behalte ich. Ich glaube, das ist mal eine gute Kiste, oder? Und bei dieser Maske stand nämlich drauf, dass schon nach 1 bis 2 Tagen der Peeling-Prozess eintreten soll. Das heißt, mega geil. Also da habe ich echt Bock drauf. Das soll dann halt ein bisschen schneller funktionieren als bei den anderen, die man so kennt, weil da ist ja erst nach 7 bis 10 Tagen, dass sich da irgendwas schält. Und ja, wollte ich ausprobieren. Deswegen eine behalte ich, ein Paar und ein Paar kommt in die Verlosung. Das heißt Pinselset plus Hornhautentfernersocken. So, als nächstes habe ich mir mal wieder waschbare Abschminkpads geholt. Ich habe ja schon ein paar da, aber ich merke immer mehr, dass ich mehr brauche.
deswegen habe ich mir einfach nochmal welche bestellt. Die hier sind von Eco Jungle, Making the Earth Cleaner. Ja, ist ja so, ne? Wenn du weniger Abschminkpads verwendest, also weniger diese Wattepads, machst du die Welt einfach besser damit. Und ich habe ja keine normalen Wattepads mehr, außer für meinen Fußnagellack. Das ist halt auch wichtig, ne? Wenn die aufgebraucht sind, versuche ich das mit ganz normalem Klopapier zu machen. Und wenn das nicht funktioniert, muss ich mir halt Wattepads nachkaufen. Aber die hier habe ich mir halt für mein Gesicht geholt. Und inklusive zwei Waschbeutel aus 100% Baumwolle, da sind 12 Stück drin. Die sind extra sanft, antibakteriell und plastikfrei. Sehr gut. Ja, kannst du bei 60 Grad waschen. Ich packe die ja auch in Trockner mit rein. Mega gut. 80% Bambus und 20% Baumwolle. Und wir wissen ja mittlerweile durch die Humble Brush, dass Bambus der am schnellsten nachwachsende Rohstoff der Welt ist. So, deswegen ist es halt echt... Hier steht es auch noch drauf, oder? Bambus ist einer der am schnellsten wachsenden, ja, der am schnellsten wachsenden Grasarten und kann am Tag bis zu einem Meter wachsen. Oh, das ist echt krass, ne? Die Pflanze stellt kaum Anforderungen an den Boden und kommt mit wenig Wasser aus. Es sind auch keine Pestizide und Düngemittel erforderlich. Perfekte Alternative zu Baumwolle. Ja, genau. Und das ist halt eine gute Geschichte. Und ich glaube, das hier ist ja auch irgendwie dann Recycling-Karton. So. Ach so, ja, genau. Hier habe ich zwei Waschbeutel. Ich verwende solche Waschbeutel ganz gerne. Habe aber tatsächlich, wenn ich jetzt mehrere Pads gleichzeitig wasche, viel größere. Die kann ich euch auch unten mal in der Infobox verlinken. Das sind halt echt große Wäschenetze. Und weil bei denen ist halt auch hier das Problem, du kannst sie zwar zumachen und du kannst einen Knoten reinmachen, aber ich weiß nicht, was unsere Wäsche in der Maschine immer anstellt, aber sie schafft es, dass sie den Knoten öffnet und alle Pads sich dann in der Waschmaschine verteilen oder halt in Trockner und das ist ziemlich nervig. Naja, auf jeden Fall hast du zwei Wäschenetze mit dabei und in dem einen der beiden Wäschenetze befinden sich die Pads drin und ich habe mich für die Farbe Panda entschieden. Das heißt, auf der einen Seite ist es hier schwarz-weiß, das benutze ich dann gerne, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Gesichtswasser auftrage und auf der anderen Seite hast du eine dunkle Seite, eine schwarze Seite, was ich auch sehr gut finde, weil wenn ich Mascara abnehme, wird sich auf jeden Fall das Wattepad irgendwann mal oder das Bambuspad verfärben und dann ist es halt gut, wenn es schon dunkel ist, dann sieht man keine Verfärbung und ja, deswegen liebe ich ja zum Beispiel meine Norville Abschminkpads, die sind ja, ja grau und hier merke ich, dass es zwar weich ist, aber es ist nicht so, also die ich von Norville habe, sind halt mit so einer richtigen, ich glaube, das ist ein anderes Material, ich glaube, die sind aus Mikrofaser und das hier ist halt aus Bambus, ne? Das heißt, hier hast du halt eine viel gröbere Oberfläche. Ich weiß nicht, sieht man das vielleicht auf dem Weißen besser? Weiß und Schwarz ist für eine Kamera immer eine ganz schwere Kiste. Ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich das gut auf der Haut anfühlt. Die sind halt ein bisschen klein, finde ich. Also die von Norville sind deutlich größer, da kannst du sogar mit dem Finger auch so rein, das ist auch sehr praktisch. Aber naja, das ist halt eine gute Alternative dazu und wird verwendet. Die riechen auch gut, ne? Riecht sehr öko, natürlich. Dann habe ich mir noch so eine Halterung bestellt. Die hatte ich gesehen eigentlich über ShopDoc. Ich liege halt immer auf dem Sofa und gucke da mit meinem Handy YouTube-Videos. Und irgendwann schläft mir halt meine Hand ein und das tut echt weh. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das ist doch cool, als ich das gesehen habe. Denn das ist irgendwie so ein Aufsteller. Ich weiß nur noch nicht, wo ich mein Handy da reinmachen soll. So rum muss ich das halten. Okay, gucken wir mal, ob das reinpasst. Oh, ist schon eine wackelige Angelegenheit, Leute. Das muss man sagen. Ich habe übrigens eine großartige Spider-App. Entschuldigung, ne? Aber so kann das funktionieren. Und dann lege ich mir das einfach irgendwo hin. Auf der Seite oder wo auch immer. Da muss ich nämlich nicht immer so meine Hand halten. Das tut nämlich echt auf Dauer weh. Und kann dann Handyvideos gucken. Und ich habe so eine Hülle drum zu. Das heißt, da kann das gut in die Hülle greifen. Hätte ich die Hülle nicht, wird es halt wirklich um das Smartphone drum zugreifen. Aber du, ich finde es praktisch. Sehr gut, wenn man erstmal gerafft hat, dass man es umdrehen muss. Ja, und ich glaube, das war einfach saugünstig. 1 Euro oder so. Alles unten in der Infobox verlinkt. Unser Einrichtungsstil hier bei uns zu Hause ist so moderner Landhausstil, würde ich sagen. Also wir haben auch so ein schönes Buffet von Ikea bei uns im Esszimmer stehen und alles ist sehr gemütlich. Und auch die Küche ist von Ikea, so eine ganz gemütliche Landhausküche. Und jetzt habe ich mir überlegt, dass ich dann auch quasi unsere Gäste in diesem Stil willkommen heißen möchte. Das hört sich gerade so merkwürdig an, ne? Auf jeden Fall habe ich mir dieses Ding hier bestellt. Huch, das muss man noch festschrauben, das habe ich noch nicht gemacht. Tada!
Das finde ich total schick. Ich weiß nicht, ob ich das dann draußen hinhänge oder ob ich das irgendwo bei uns an der Tür mache. An die Haustür wohl eher weniger, aber halt so direkt neben die Haustür oder so. Oder von innen an die Innentür oder so. Ich weiß es noch nicht. Ich finde es mega schön. Ja, ne, diese Vögelchen, also dieses eine Vögelchen, was da drauf ist, finde ich total hübsch. Und diese Schnörkelige, mir gefällt das. Das ist einfach voll der Stil, den ich echt gut finde. Dieses Metallische und dann hast du hier dieses Holzschild und das gefällt mir richtig gut. Ja. Das durfte dann auch mit. Dann habe ich mir, das ist eigentlich egal, habe ich mir für meinen Schlüsselbund bestellt. Ja, das ist halt so ein ganz easy peasy Schlüsselanhänger und es ist ein Maßband. Ich fand das so witzig. Also sowas habe ich schon mal irgendwo auch als Werbegeschenk gesehen. Ich weiß gar nicht, wie lang ist denn das? Ein Meter. Ein Meter. Ist doch voll gut. Und dann hat man das immer dabei. Ich kann das halt auch echt gut gebrauchen, wenn ich, hier steht ein Meter drauf. Läuft. Ich kann das halt auch voll gut gebrauchen, wenn ich jetzt zum Beispiel Pakete einpacke hier für Verlosungen oder Tauschpakete oder so, dass ich dann halt auch immer abmessen muss, wie groß sind die, das muss man ja auch immer eingeben und ich finde das total super, ich brauche sowas ständig, ne? Also, ne, wenn ihr auch so maßverrückt seid wie ich, dann ist das vielleicht auch eine coole Sache. Ich finde es super. Dann hat mich mega genervt, dass dieser Stuhl, auf dem ich sitze, ständig ratscht. Also wenn ich mich nach vorne und hinten bewege damit, hörst du? Ne? Man hört ihn halt. Ich find's übel. Und dann habe ich diese Dinger entdeckt. Das sind halt Stuhlsocken. Die kannst du über deine Stuhlfüße drüber ziehen. Und dann soll das halt funktionieren, dass das nicht mehr so ratscht. Und das wollte ich jetzt mal eben mit euch zusammen ausprobieren. Das sind halt echt dicke, doppellagig sind die, glaube ich. Ne, guck mal, wie dick das noch von innen gefüttert ist, ne? Ja, voll krass. Also da hat sich jemand echt Gedanken gemacht. Das sieht auch aus, ne? Wie so ein Finger von einem Handschuh. Was für Dinge man alle bei Amazon kaufen kann, oder? Ich finde es wahnsinnig witzig. So, mache ich mal eben kurz dran. Achtung. Ah, ich finde es total großartig. Ich finde es echt geil. Guck mal. Ich kann das jetzt hin und her schieben. Ja, man hört ein bisschen was, weil halt hier Fliesen sind, ne? Und das dann über die Fugen geht. Aber man hört es an sich nicht, dass hier quasi dann immer dieser Stuhl... Oh, das hat mich so genervt. Mega gut und war auch nicht teuer. Richtig gute Investition. So, jetzt hat mein Stuhl auch endlich Socken an. Was es nicht alle gibt, ich find's großartig. Ja, Entschuldigung. Sieht auch echt scharf aus. Dieses wunderschöne Teil habe ich auch über ShopDoc gesehen und mich supermäßig gefreut. Also, das ist ein Buch, ne? Ein Reinschreibbuch. Das kommt hier an in so einem schönen Säckchen. Das ist alles sehr, sehr natürlich gehalten. Das ist von Skart. Here is your new friend. Also Skart ist scheinbar die Marke davon. Und ja, da macht man dieses wunderschöne Säckchen auf. Also das ist eigentlich nur die Verpackung davon, sage ich mal, weil du halt das Ganze natürlich halt hast. Und diese Natürlichkeit kommt daher, dass auch, Moment, dieses Buch, was da drin ist, so natürlich ist. Ist das nicht wunderschön? Boah, dieser Einband, ne, das ist, ich weiß nicht, richtig, richtig edel. Ich glaube, das ist echt natürliches Material, ne? Es riecht auch ein bisschen wie Wildleder. Richtig schön. Das fühlt sich so toll an. Also ich kann mir das... Weißt du, wenn du so eine Romantikerin bist, dann sitzt du da draußen im Sommer auf der Wiese, malst die Landschaft in dieses Buch rein, schreibst da ein Gedicht zu und verfällst in deinen Träumen. So stelle ich mir das vor. Also wenn man so ein Buch in den Händen hält, dann hat man dieses Bild vor Augen, wenn man nicht ist. Ja, auf jeden Fall hast du da halt diesen Einband und kannst halt diesen Einband auch weiterverwenden, weil das hier nur dieses Buch ist, was da drin ist. Kriege ich das da jetzt raus? Also wenn du es halt vollgeschrieben hast, dann könntest du es theoretisch aus dem Einband rausnehmen und weiterverwenden. Aber ich kriege es gerade nicht raus. Ich will es halt nicht kaputt machen. Und das ist liniert. Und ich finde es so schön. Also das ist einfach ein schlichtes Buch. Easy peasy, nichts Wildes. Ne? Da kannst du halt jederzeit ein neues, ich weiß nicht, A5-Buch oder so reinmachen. Hinten ist nochmal die Marke dann eingestanzt. Skart. Genau. Und hier hast du dann noch diese Buchschließe, finde ich so schön. Also das ist so ein tolles Tagebuch. Ich glaube, das werde ich meiner Mama zu Weihnachten schenken, weil die wünscht sich von mir immer Tagebücher. Und das finde ich echt schön. Dann hast du ja auch von innen diesen Einband,
mit den Blättern. Es ist wunderschön. Es ist so, so toll. Also das Buch, was da drin ist, ist jetzt ein relativ billig gebundenes Buch oder so, ne? Aber der Einband, das reißt die ganze Geschichte eigentlich auf dieses Level, sage ich mal, dass alles so, so hochwertig erscheint, ne? Echt geiles Teil. Also ganz, ganz toll. Ein schönes Geschenk für demnächst. So, dann hast du übrigens hier noch so ein kleines Briefchen mit dabei. Scott, here is your new friend. Danke für deinen Einkauf. Finden wir lässig. Du besitzt jetzt ein Original-Scott-Lederprodukt. Okay, das ist echtes Leder, Leute. Hier steht es nochmal drin. Aufgrund der natürlichen Eigenschaft von Leder hast du bereits ein Unikat. Wir entwickeln unsere Produkte kontinuierlich weiter. Ein Feedback von dir wäre daher eine feine Sache. Let's Scott together. Ab jetzt hast du es in der Hand, deinem Produkt einen eigenen Charakter zu verleihen. Enjoy. Mega schön, oder? Ach, ist das liebevoll. Das gefällt mir. Und hier ist auch noch so ein Teil, wo du halt deinen Stift reinmachen könntest, ne? Es ist großartig, echt. Kommen wir nun zu dem Werbung versus Realität Teil, genau. Ich habe hier ein paar Produkte, die werde ich alle anprobieren. Dazu werde ich aber aufstehen, das heißt, du wirst nicht mein Gesicht, sondern meinen Körper sehen. Hier haben wir das erste Teil. Das kann ich mir tatsächlich super vorstellen zu einer Hotpant oder so, weil das so schön luftig, locker, leicht ist. Perfekt für den Sommer. Und ich fand es einfach von hinten auch so schön. Ne? Das ist nämlich einfach, also ich habe oft Oberteile, die einfach zu tief ausgeschnitten sind und dann nervt mich das mit dem BH. Und hier siehst du den BH halt nicht, also jedenfalls den hier unten nicht, ne? Und das fand ich so schön und ja, das kann ich mir auch super vorstellen mit einer schönen Kette oder so. Also eine schöne lange Kette dazu, so eine Statement-Kette. Und ja, deswegen finde ich richtig toll und das ist so richtig geil im Oversize. Guck mal, das ist so ein richtiges Zelt für mich. Das ist so angenehm, richtig toll. Auch das Material gefällt mir. Das ist einfach ein richtig schöner, angenehmer Stoff. Der ist nicht zu dünn. Also da scheint auch nichts durch. Da kannst du auch wirklich einen bunten BH oder sowas drunter ziehen. Den siehst du da nicht durch. Gut, die Nähte, ne? Das ist immer so eine Sache bei den ganzen Sachen, die halt von weit, weit weg kommen. Aber ich mag's. Ich find's einfach toll. Ein schönes sommerliches Top ist das. Dieses Top hier ist jetzt ein bisschen enger und vom Stoff her viel, viel dünner. Das ist fast wie Seide. Das glänzt auch leicht und ist auch einfach ein bisschen figurbetonter. Hier muss man hinten ein bisschen mehr aufpassen. Und zwar hat das einen ziemlich coolen Rücken, aber man muss mit dem BH halt aufpassen, ne? Weil es ist ziemlich genau, dass es hier mit dem BH bei mir abschließt. Da muss ich mir wahrscheinlich einen nudefarbenen BH anziehen. Sowieso, ne? Dass wenn man halt hinten das so sieht, dass man vielleicht die BH-Träger nicht so sieht oder so. Trägerfreie BHs sind nichts bei mir. Also das funktioniert einfach nicht. Deswegen brauche ich da gar nicht erst mit anfangen. Aber auch das hier hat ein richtig schönes, luftig, leichtes Material. Und das ist halt eher so im... jetzt siehst du meinen Bauch, ne? Ja, ich komme damit klar. Mehr so ein etwas seidigerer Stoff und ja... sehr silkmäßig. Silk ist Seide, naja. Ein bisschen glatter halt das Material. Aber das gefällt mir einfach auch echt gut. Und ja, ein tolles Top für den Sommer. Gefällt mir. Ja. Das nächste Teil, was ich dir zeigen werde, ist ein ganz furchtbares Teil. Ich hatte mir... Also, ich bin 1,73 Meter groß, ne? Ich bin ja kein Winzling, aber ich bin auch kein Riese. Also, ich bin ja nicht 1,80 oder so. Und habe mir dementsprechend diese Hose in M bestellt. Was ja normalerweise eine Größe ist, die mir auch durchaus passt. Das ist eigentlich so eine richtig coole Haremshose, aber sie ist einfach so eng und so furchtbar und der Stoff ist auch, also der ist ähnlich wie dieses Oberteil, aber noch glatter. Also das ist, als hätte ich Plastik an den Beinen quasi. Und apropos Beine, ich krieg da gar nicht so hoch hier da. Es ist auch viel zu kurz. Ich habe übrigens scharfe Socken an, oder? Ja. So, es ist viel zu kurz, es ist alles viel zu eng, es ist total furchtbar und ich werde die zurückschicken. Weil die geht gar nicht. Die sah so geil auf dem Bild aus. So unheimlich geil. Und ich finde auch die Farbe eigentlich echt cool, ne? Aber irgendwie ist die so 10 Nummern zu eng. Also für so eine richtig chillige Chillhose, Haremshose, ist die... Die ist auch einfach vom Stoff her furchtbar. Nee.
für dieses Kleid musste ich mir gerade tatsächlich mal was anderes drunter ziehen, denn es ist wunderschön, es ist gelb, ne? Gelb mag ich gerne. Das ist, glaube ich, auch mein erstes gelbes Kleidungsstück, was ich besitze. Ich finde es unfassbar toll, aber man sieht alles durch. Deswegen, ich musste ein bisschen aufpassen. Das ist hier so doppellagig, das ist ganz angenehm, weil dadurch kannst du hier oben rum natürlich anziehen, was du willst. Aber hier unten ist es halt echt ein bisschen durchsichtiger. Sieht man, glaube ich, echt in der Kamera, ne? Weil hier ist es quasi so doppellagig und ab hier wird es dann halt ein bisschen durchsichtiger. Ich finde es aber echt toll, ne? Also das ist ein schöner Schnitt, das ist sehr, sehr angenehm, aber halt echt figurbetont, ne? Ich steige mal wieder auf meinen Stuhl. Von der Länge her fast knielang bei mir, also da fehlt nur noch so ein Stück, aber das könnte ich definitiv so schon in der Freizeit gut tragen oder vielleicht sogar im Büro. Also das, doch, das wäre schon etwas, was ich im Büro tragen könnte, ne? Das geht wohl. Ich mag das richtig gerne leihen und es ist halt so eine richtig schöne sommerliche Farbe. Richtig toll, ja. Macht mich das gerade braun? Ja. Finde ich das gut? Ja. Dieses Kleid ist eher was für Karneval bei mir. Also das sitzt sehr, sehr merkwürdig, hat einen wirklich komischen Schnitt. Hier ist es, also es, irgendwie sitzt es gut, aber irgendwie auch schlecht. Und irgendwie kann man das gut kombinieren, aber irgendwie ist es auch echt öde. Ich fühle mich wie so eine Waldfrau oder so oder wie eine Waldfee, ich weiß es nicht. Also damit könnte ich garantiert Karneval gut als Waldfee durchgehen. Es ist lang, also nicht bis auf den Boden, aber... Es ist schon lang, es ist so zackelig geschnitten. Hier habe ich jetzt zum Beispiel einen so einen Zacken, ne? Also, so sieht man das vielleicht. Naja, es ist irgendwie merkwürdig und sehr bügelanfällig und das finde ich schon wieder furchtbar. Ich bin ja kein Bügelmensch, ne? Ich bügel gar nicht. Ich kann mir das vielleicht vorstellen, wenn ich hier so eine schöne Kette drum habe, wenn ich dann meine Blumenfee, meinen Blumenkranz hier mir aufsetze. Moment. Ne, dass man das irgendwie mit so einem Haarreifen oder so kombinieren könnte, um das irgendwie hübsch hinzukriegen. Aber das an sich ist das Kleid echt hässlich, finde ich. Nicht mein Stil, ne? Aber ich habe das schon so lange da, das kann ich nicht zurückschicken. Und nach China ist es halt immer so eine Sache, das ist immer ein Glücksspiel. Es hat die richtige Größe, also hier sitzt es auch perfekt. Aber mir fehlt hier oben was und irgendwie fehlt mir die Kreativität, wie ich das aufpeppen könnte. Vielleicht hast du ja eine Idee, schreib es mir unten in die Kommentare. Dieses Kleid finde ich total bürotauglich, weil das hier oben halt so dieses schlicht Schwarze hat und unten diese wunderbar coole, bunte Optik. Also das sind ja keine Vögel oder so, das sind einfach nur bunte Streifen. Ich würde sagen, mindestens 85% Polyester, ich weiß es nicht, also vom Stoff her, ne? Es ist sehr, sehr polyesterlastig. Du hast hier so eine Lagenoptik, also dass quasi hier so eine Lage drüber ist. Das ist auch irgendwie ganz cool, weil es dadurch dann auch ein bisschen züchtiger ist. Du kannst hier eine schöne Kette dir umtun, um das Ganze aufzupeppen. Und von der Länge her ist es auch schon wieder fast knielang. Also, ne? Das ist die Länge von dem Kleid, das finde ich auch total super. Und was ich auch so gut finde, es ist nicht durchsichtig, das ist auch richtig gut. Und es sitzt echt locker luftig und kann ich mir auch im Sommer sehr, sehr gut im Büro vorstellen. Das ist definitiv ein tolles Bürokleid für mich. Ja, ihr Lieben, das war jetzt mein Amazon-Haul. Ich zeige hier immer ganz gerne, wenn neue Produkte bei mir einziehen und ziehe es ja immer wieder an und aus und hin und her und zeige die Sachen ganz gerne. Ich weiß nicht, ich mache das total gerne, mit meiner Kamera zu reden. Ist das ein bisschen freakig? Ich glaube schon, ne? Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!